Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal möchte ich anmerken, dass ich es ein bisschen schade finde, dass ein derart wichtiger politischer Punkt doch so wenig Publikum hat und leider auch so wenig mediales Interesse hat. Denn wenn ich gerade höre, dass wir die Opferperspektive mehr in den Blick nehmen wollen, dann wäre es schön, wenn das auch in der Diskussion mehr Widerhall finden würde und auch durch Anwesenheit mehr gutiert werden würde. Aber zum Thema. Die Ereignisse der Silvesternacht von Köln und anderen Städten haben uns zutiefst schockiert. Ob in Düsseldorf, in Bielefeld, in Hamburg und in Stuttgart, auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens und Deutschland ist es zu Übergriffen gekommen, die die Menschen verunsichert haben und ihr Sicherheitsgefühl erschüttert haben. In dieser Nacht sind wir nicht in der Lage gewesen, insbesondere Frauen vor sexualisierter Gewalt und vor Übergriffen zu schützen. Der öffentliche Raum, wie es Bahnhofsvorplätze und andere belebte Plätze nun mal sind, sind in dieser Silvesternacht zu Angsträumen geworden. Und das dürfen und das werden wir in Zukunft nicht zulassen. Die massenhaften Angriffe waren widerlich und sie dürfen sich nicht wiederholen. Die Täter müssen verfolgt und bestraft werden. Das sind wir nicht zuletzt den Opfern schuldig. Und im Übrigen ist das auch keine Frage von Herkunft, sondern Straftäter sind Straftäter. Trotzdem müssen die Hintergründe der Taten und die Tätergruppen genau analysiert werden. Und daher ist es wichtig, dass die Frage der sexualisierten Gewalt auch ein zentraler Bestandteil der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sein wird, den wir gerade gemeinsam eingesetzt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut Bericht des Innenministeriums vom 21.01.2016 sind allein in Köln 821 Straftaten angezeigt worden, 359 davon wegen Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die große Anzahl der Anzeigen zeigt ein bisher unvorstellbares Ausmaß. Oder auch in anderen Städten, ich habe es gerade erwähnt, ist es zu Übergriffen gekommen. Und offensichtlich ist aber das öffentliche Interesse auch maßgeblich dafür gewesen, dass Frauen endlich den Mut gefasst haben, sexuelle Übergriffe gegen sie auch zur Anzeige zu bringen. Und das ist wichtig. Denn es ist wichtig, dass Frauen den Mut haben, dass Frauen das Vertrauen darin haben, dass Dinge, die gegen sie gerichtet passieren, dass Übergriffe auf sie auch ernst genommen werden. Die bundesweiten Ereignisse in und nach der Neujahrsnacht haben sexualisierte Gewalt ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Das ist wichtig, denn üblicherweise ist sexualisierte Gewalt leider eine Straftat mit einem sehr großen Dunkelfeld. Die meisten Taten kommen nicht einmal zur Anzeige, aus Angst, aus Scham, aus dem Gefühl heraus, dass man eventuell nicht ernst genommen wird oder dass man gar noch selbst beschuldigt wird. Sie hat es doch auch gewollt oder was sieht sie denn so aus und sie ist doch selber schuld. Oder, und das finde ich das Schlimmste, weil die Frauen selber das Gefühl haben, es sei nicht schwerwiegend genug oder es sei noch nicht mal strafwürdig. Und das, obwohl sie darunter nachhaltig für den Rest ihres Lebens oftmals leiden. Doch steht fest, sexualisierte Gewalt ist und darf kein Kavaliersdelikt sein. Und leider ist es auch kein neues Phänomen. Die aktuell aufgeheizte Debatte darf nicht den Blick dafür verstellen, dass sexualisierte Gewalt in Deutschland ein alltägliches Phänomen ist, das keine Schicht und keine Herkunft kennt. In den meisten Fällen ist es eine Tat im sozialen Nahfeld. Jede vierte Frau in Deutschland wird im Laufe ihres Lebens Opfer sexualisierter, physischer und/oder psychischer Gewalt. Und das zwar genau aus dem Grund, dass sie eine Frau ist. Und die polizeiliche Kriminalstatistik in Nordrhein-Westfalen weist für das Jahr 2014 10.138 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus. Und allein 1.814 Vergewaltigungen und Fälle besonders schwerer sexueller Nötigung. 96,5% der Opfer einer Vergewaltigung sind Frauen. Und 3/4 kannten den Tatverdächtigen zumindest flüchtig. Und diese Zahlen beschreiben nur das sogenannte Hellfeld. Eine aktuell veröffentlichte Studie, Dunkelfeldstudie des LKA Niedersachsen macht in erschreckendem Ausmaße deutlich, wie klein der Anteil der tatsächlich angezeigten Straftaten ist. Denn laut dieser Studie werden nur knapp 6% aller Sexualstraftaten angezeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Polizei ist in der Silvesternacht nicht in der Lage gewesen, die betroffenen Frauen vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Und diese Vorfälle haben zu Recht auch eine Debatte über die Verschärfung des Sexualstrafrechts eine neue Dynamik verliehen. Denn die aktuelle Gesetzgebung ist nicht in der Lage, Frauen ausnahmslos vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Frauen, die in dieser Nacht angegrapscht wurden, können sich nicht auf den Schutz des Rechtsstaates verlassen, denn Grapschen ist bislang kein Straftatbestand. Das deutsche Recht suggeriert durch diese Schutzlücke, ein bisschen Grapschen sei schon okay. Es unterstützt damit eine sexistische Kultur in dieser Gesellschaft.
Frauen müssen durch das Recht aber in ihrer sexuellen Selbstbestimmung geschützt werden. Ausnahmslos und voraussetzungslos. Nein heißt Nein, und das muss endlich auch in unserem Strafrecht gelten. Und jetzt vom Bundesjustizminister Maas vorgelegte Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde es beschämend, dass es erst hunderte Opfer geben musste in der Silvesternacht, bis die Union ihre Blockadehaltung aufgegeben hat zu diesem Thema. Ich appelliere aber jetzt trotzdem sehr deutlich an die Bundesregierung. Es ist Zeit. Sexuelle Selbstbestimmung ist nicht relativierbar und sie ist auch nicht verhandelbar. Es gilt jetzt endlich, sie voraussetzungslos und ausnahmslos zu schützen. Und deswegen muss sich niederschlagen im Strafrecht. Nein heißt Nein, und nicht mehr und nicht weniger erwarten wir jetzt vom Bundesgesetzgeber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gäbe noch viel zu sagen zum Thema auch. Sexismus ist der Nährboden für sexualisierte Gewalt, und dieser Sexismus ist ganz sicher nicht aus Nordafrika in diese Gesellschaft eingewandert. Wir Frauen verwehren uns gegen die Instrumentalisierung unserer sexuellen und auch unserer generellen Selbstbestimmung. Und wir wollen auch nicht von irgendwelchen marodierenden Männerhorden und Bürgerwehren beschützt werden. Wir wollen eine offene und ehrliche Debatte über den alltäglichen Sexismus in unserer Gesellschaft, und wir fordern ein Sexualstrafrecht, das unsere sexuelle Selbstbestimmung schützt, ausnahmslos.